Employee Advocacy, die Chancen und Risiken des unternehmeneigenen Influencers. Wenn ein Influencer oder beziehungsweise ein Mitarbeiter mal was Nettes über das Unternehmen sagt, kann man das sicherlich noch als ehrenamtliche Tätigkeit verbuchen. Die Mitarbeiter können aber auch zu richtigen Markenbotschaftern werden. Welche Tools das gibt, um das zu nutzen und auch welche Chancen und Risiken das für ein Unternehmen birgt, das werdet ihr hier auf diesem Panel jetzt mitbekommen, Employee Advocacy. Und ihr dürft natürlich auch wieder fleißig mit twittern oder eben auf Instagram und Facebook aktiv sein. Die Hashtags hierfür sind Employee Advocacy und Hashtag Digitalexperten. Hier auf der Bühne werden wir jetzt im Panel sehen Pavel Dillinger von der Deutschen Telekom, Andrea Steverding von Oliver Wyman, Laura Preisler von T-Systems Multimedia Solutions, Michael Koch von Freigeist und Friends und Angeline Pipers von Otto, und das Ganze wird moderiert von Adrian Becker von Webnetz. Und sie alle sind verbunden über den BVDW, über den Bundesverband für digitale Wirtschaft. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Janine, für die Anmoderation. Ich würde sagen, wir stellen uns trotzdem einmal vor, bevor wir hier losgehen. Wir haben einmal Pavel dabei von der Telekom. Genau. Ich bin von der Telekom. Unschwer zu erkennen. Und ich werde nur einmal im Monat dafür bezahlt, dass ich das mache. Ich komme aus Berlin und bin bei der Telekom. Ja, Kollegen sitzen in Bonn. Genau, und du vertrittst die Telekom-Botschafter hier heute. Genau, dann haben wir einmal Angelina. Genau, mein Name ist Angelina, Pipers mit Nachnamen. Ich trage heute kein Rot, auch kein Joint Team Otto-Shirt. Das mache ich sonst auch immer ganz gerne. Genau, für Otto heute hier mit dem Thema Jobbotschafter. Vielen Dank. Und dann haben wir die Andrea. Mein Name ist Andrea Steverding. Ich leite die Kommunikation und das Marketing bei der Strategieberatung Oliver Wyman. Und meistens bin ich in München anzutreffen. Dann haben wir noch den Michael. Hallo, ich habe eigentlich kein Zuhause, bin aber trotzdem gerne hier und habe so ein bisschen meine Zweifel an diesen Konzernsphären. Halte da eher die Fahne für den Mittelstand hoch, der glaubt da nämlich gar nicht dran. Und zu guter Letzt haben wir noch die Laura dabei. Ja, hallo, ich bin die Laura Preisler von der T-Systems Multimedia Solution. Ich bin dort Social Business Consultant und wir beraten und führen Employee Advocacy Programme durch. Genau, vielen Dank. Falls sich noch jemand im Publikum fragt, was das Ganze überhaupt ist, darüber hinaus, über den kleinen Einleitungstext, den wir schon gehört haben, möchte Andrea ein paar Worte zu sagen. Ja, lass uns über Corporate Influencer sprechen. Das sind Mitarbeiter eines Unternehmens, die bei der Außendarstellung ihr Unternehmen zeigen, also Markenbotschafter. Das ist prinzipiell eigentlich gar nichts Neues. Ja? Wir kennen das aus dem Vertrieb, aus dem Bäckerladen und der Handyverkäufer, die hatten alle schon Kontakt mit dem Kunden und waren fürs Markenerlebnis sehr wichtig. Aber was uns bei dem Thema Corporate Influencing antreibt, natürlich ist das Thema Social Media und die enorm gestiegene Reichweite. Das ist für uns Kommunikatoren ein riesen spannendes Feld. Wir finden das klasse, Mitarbeiter zu gewinnen, die ihre Geschichten erzählen über das Unternehmen, über die Arbeit in einem Unternehmen. Ich stimme nicht ganz mit dir überein. Ich glaube, dass das auch im mittelständischen Bereich attraktiv ist, genauso wie im Konzernbereich. Das ist der Blick hinter die Kulissen. Das ist viel Fleiß und Arbeit. Wir werden gleich auch noch was dazu hören, welche Tools man nutzen kann, wie viel Abstimmung das bedeutet, Kreativität, Zusammenarbeit, auch Vertrauen und Mut in die eigenen Leute. Es ist auch für viele Kommunikationsleute eine Umstellung. Vor Jahren haben die Kommunikations- oder die Presseleute halt sehr stark die Kommunikation zentral mit allen Fäden in der Hand gehabt. Da wurde zentral darüber gesprochen, aus der PR-Abteilung, wer spricht mit wem, worüber, mit welchen Botschaften. Und das Spiel hat sich seit Jahren schon geändert. Ich bin diejenige, die weniger über die Risiken spricht, sondern über die wahnsinnig interessanten Chancen, die das für Unternehmen auch im B2B-Bereich in der Kommunikation bietet. Ich glaube an das Win-Win. Ich glaube, dass das für Personen, die für Unternehmen auf Social Media aktiv sind, letztlich riesige, attraktive Felder für sich selber im Karriereboost entstehen, im Netzwerken mit Leuten. Das Feld ist nicht zu unterschätzen und für die Unternehmen, wie ich gesagt habe, ist das natürlich attraktiv, denn ich glaube daran, dass Menschen, vor allen Dingen Menschen, vertrauen.
Vielen Dank. Achtet ihr dann tatsächlich bei der Personalauswahl auch schon darauf, dass man besonders gut vernetzt ist oder besonders große, reichweitenstarke Social-Media-Präsenzen hat? Ist bestimmt nicht schädlich. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, dass wenn du heute in einen Job einsteigst, es dir hilft, wenn du auf LinkedIn, auf Facebook aktiv bist, nicht auf allen Plattformen. Ich halte es für sinnvoll, dass man sich konzentriert auf ein, zwei Areas, wo man sich verknüpfen kann, wo man aktiv ist. Solltest du nicht auf Social Media aktiv sein, kannst du es aber auch lernen, weil dafür gibt es Ambassador- und Influencer-Programme, wo viele Unternehmen mittlerweile einen richtig intensiven und einen guten Job machen. Okay, gut. Die Frage ist natürlich, was diese Botschafter, Ambassador, Advokaten, wie auch immer man sie nennen möchte, dazu erzählen haben und welche Inhalte sie teilen können. Und da kommt Laura ein bisschen ins Spiel, die uns einen kleinen Technologieüberblick, um es den Ausführenden leichter zu machen, mitgebracht hat. Ja, also wie schon erwähnt, ich bin Laura Preisler von der T-Systems Multimedia Solutions aus Dresden und wir führen Employee Advocacy Programme ein, führen sie durch und beraten vor allem hinsichtlich der richtigen Auswahl der Technologie, die das Ganze unterstützen soll. Also das ist so ein bisschen auch eine andere Perspektive, wie man das Ganze durchführen kann oder unterstützen kann. Und tatsächlich ist es so, dass die Auswahl da auch gar nicht so leicht ist, denn der Markt ist voll. Es gibt da echt unzählige Tools, die Employee Advocacy durchführen, ermöglichen oder unterstützen können. Hier nur eine kleine Auswahl in der Wolke, damit wir die auch mal gesehen haben zumindest. Hootsuite, Amplify, vielleicht dem einen oder anderen sogar schon bekannt. Auch Sprinklr oder Everyone Social sind da schon sehr gut angekommen mittlerweile und hat der ein oder andere sicherlich schon gehört. Aber dennoch ist es ein bisschen schwierig, auf dem ersten oberflächlichen Blick das Ganze zu unterscheiden, weil alles sieht irgendwie gleich aus, zumindest auf dem ersten Blick. Denn die haben immer im Hintergrund so eine Redakteursansicht, wie ich es hier auf der linken Seite dargestellt habe. Wir haben also Redakteure, die Content aufbereiten und Inhalte zur Verfügung stellen. Das bedeutet, es werden Bilder hochgeladen, Videosequenzen oder kleine Textbausteine, die dann in einer App-Anwendung oder webbasierten Anwendung dem Markenbotschafter zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet also, dass der dann ähnlich so ein bisschen wie so ein Facebook-Newsstream die einzelnen Inhalte bekommt. Man sieht das hier in der Mitte, das sieht dann auch ganz schick aus in so einer personalisierten App. Und der Markenbotschafter hat dann die Möglichkeit, oder Corporate Influencer hat dann die Möglichkeit, die Inhalte von da aus zu teilen. Also einfach auf den Sharing-Button zu klicken, die Botschaft auszuwählen, die nach außen gelangen soll und der Welt zur Verfügung zu stellen und seinen Social-Media-Netzwerken. Und vorher kann er natürlich den Textbaustein auch mal noch ein bisschen bearbeiten. Das ist auch ziemlich wichtig, weil bei Employee Advocacy geht es jetzt nicht darum, die gleiche Botschaft durch 1000 Leute nach außen zu ballern und jeder soll das Gleiche sehen. Nee, es geht schon um Individualität und die Besonderheiten ein bisschen hervorzustellen, die da auch jeder Markenbotschafter mitbringt. Und das Coole an diesen Technologien ist natürlich, dass ich am Ende sogar noch einen Rücklauf habe und Analysen betreiben kann. Also ich denke da vor allem an potenzielle Reichweiten, die die Markenbotschafter mitbringen oder verschiedene andere Kennzahlen wie Likes oder Kommentare, die dann durch den Markenbotschafter generiert werden, was ein entscheidender Vorteil von dem Einsatz einer Technologie in dem Bereich ist. Und natürlich muss ich jetzt aber noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und sagen so, ja, klar, sieht alles gleich aus, aber natürlich gibt es da auch Unterschiede, die dann ausmachen, welches Tool für mich das Richtige ist. Und da würde ich mal einen Blick auf den Digital Workplace legen, also so ein bisschen unseren digitalen Arbeitsplatz und welche Integrationen und Implementierungen da eigentlich aktuell sogar schon existieren. Ich denke da zum Beispiel daran, dass Sociable extrem bekannt geworden ist mit der Zusammenarbeit mit Microsoft und dementsprechend viele Möglichkeiten auch bietet, die ganzen Office-Anwendungen zu integrieren und so die Arbeit für Redakteure natürlich auch zu erleichtern. Aber es gibt natürlich auch darüber hinaus über den digitalen Arbeitsplatz auch Möglichkeiten mit Adobe oder Salesforce zum Beispiel, die da die Arbeit erleichtern können. Weitere Möglichkeit, die immer wieder in so ein Thema ist, ist dieses Gamification-Ding. Alles soll spielerisch werden, Spaß machen, der Wettkampf rückt in den Mittelpunkt. Naja, also da gibt es natürlich auch ein paar Möglichkeiten, das umzusetzen. Everyone Social arbeitet mit verschiedenen Badges zum Beispiel oder Leaderboards, wie man sie bei Sprinklr zum Beispiel sieht. Aber natürlich auf Konzernebene wird es dann wahrscheinlich eher wichtiger, dass man das Ganze auch komplett abschalten kann, weil da der Betriebsrat ordentlich dazwischen funken wird. Die Vergleichbarkeit von Mitarbeitern ist dann immer nicht so gern gesehen. Deswegen ist es da an der Stelle halt wichtig, dass man diese Funktion auch abschalten kann und nicht in den Mittelpunkt gerückt werden oder zumindest nur minimal eine Rolle spielen.
Und ein Punkt, den ich hier natürlich passend zur Social Media Week noch rausgesucht habe, ist natürlich auch das Social Media Management. Man sollte sich natürlich fragen, wie arbeiten aktuell denn meine Redakteure ihren Content überhaupt heraus schon? Gibt es da vielleicht sogar schon ein Tool? Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Hootsuite. Die haben da eine ganz coole Erweiterung mit Amplify, die man sich da ganz leicht dazu buchen kann. Und da ist das wahrscheinlich dann sogar schon abgedeckt und man könnte da ganz leicht anknüpfen, um die Organisation natürlich noch mehr zu erleichtern, statt ein zusätzliches Tool dann an der Stelle einzuführen. Und als letztes habe ich diesen Vorteil der Analyse auch nochmal herausgestellt. Also das ist natürlich cool, dass wir die Möglichkeit haben, Kennzahlen zu bekommen. Und klar sind uns da auch immer ein bisschen die Hände gebunden, was die Schnittstellen der Social-Media-Kanäle uns hergeben. Aber wenn das dann natürlich so cool in einem Dashboard aufgearbeitet wird und auch ein bisschen schön aussieht, bringt das natürlich auch Vorteile mit und erleichtert dann auch den Überblick zu behalten. Es geht dabei auch weniger um eine Kontrolle, sondern eher so ein bisschen zu sehen, wie das Ganze läuft und was für Ergebnisse das Ganze bringt. Also ich glaube, es wurde jetzt schon auf jeden Fall klar, dass Messungen und Berichte den entscheidenden Vorteil der Technologie bieten. Ich sehe aber auch die entscheidenden Vorteile in Richtung Sicherheit. Also vor allem natürlich auch auf Unternehmensseite, dass ich da schon Content aufbereiten kann und freigegebene Bilder zur Verfügung stelle. Also da so ein bisschen sicherer zu werden, welche Inhalte angeboten werden. Aber auch für den Markenbotschafter selber, da der weiß, okay, das Bild kann jetzt nach außen geteilt werden. Ich muss mir keine Gedanken um Datenschutz machen, das wurde für mich schon vorher geklärt. Dieser Inhalt darf nach außen gelangen, der ist nicht nur für unser Intranet vorgesehen. Und das hilft natürlich auch den Markenbotschaftern selber, sicherer im Umgang in Social Media zu werden. Und dass dadurch natürlich auch eine Information stattfindet, ist natürlich auch klar, weil sozusagen ja die ganzen Inhalte dem Markenbotschafter zur Verfügung gestellt werden. Er kann sich informieren, sieht die Inhalte und dadurch entsteht vielleicht auch eine gewisse Exklusivität, da gezielt auch Informationen nur dem Markenbotschafter zugespielt werden können, wenn man das denn möchte. Und wichtig bei dem Ganzen ist aber, dass man dieses Tool oder diese Technologie als eine Stütze versteht, die den Markenbotschafter unterstützt, im Social Media sicherer zu werden. Und da geht es dabei jetzt nicht darum, dass ich das jetzt so einfach hinklatsche und dann warte ich darauf, dass die Markenbotschafter schön meine Inhalte teilen. Ich kann mich als Unternehmen zurücklehnen und meine Reichweiten explodieren wieder. So leicht ist das Ganze dann leider dann doch nicht. Man muss da auch mit Workshops und Trainings natürlich nachhelfen. Sowohl für die Redakteure, die die Inhalte neu aufbereiten müssen, als auch für die Markenbotschafter, die den Umgang im Social Media natürlich dann nochmal ein bisschen anders erfahren können und ganz neue Möglichkeiten mit so einem Tool bekommen. Und nur dann funktioniert das auch besonders effektiv und stellt eine Win-Win-Situation für Unternehmen und für Mitarbeiter dar. Ja, vielen Dank. Das klingt ja tatsächlich alles sehr organisiert und auch strategisch, wenn man mit so einem Tool da rangeht. Was mich tatsächlich eher interessiert ist, wie war es denn bei euch Anwesenden in der Praxis? Wie war denn der Startschuss? Gab es so eine Art Urknall für eure Programme oder ja, wie war das? Wenn ich da kurz starten darf, bei uns hat das Jobbotschafterprogramm bei Otto einen etwas anderen Schwerpunkt noch einmal, weil wir nicht nur über Markenbotschafter sprechen, sondern wir sprechen über Markenbotschafter im Kontext der Jobsuche. Das heißt, bei uns haben wir vor allem gemerkt, dass es einen Bedarf gab von drei Seiten. Einmal sprechen unglaublich viele unserer Kollegen begeistert von Otto als Arbeitgeber jeden Tag, ohne dass wir als Kommunikatoren, wenn wir wollten, überhaupt etwas dagegen tun können, weil sie machen es eh und sie machen es gut, Stand heute schon. Oder stand damals schon, das ist ja mittlerweile auch schon anderthalb Jahre alt. Auf der anderen Seite haben wir gemerkt, Bewerber, also die Menschen da draußen, die auf Jobsuche sind, brauchen diese ganz nahen Informationen von den Menschen selbst. Sie stöbern auf Kununu, sie stöbern auf LinkedIn, auf allen möglichen Bewertungsplattformen, um herauszufinden, ist Otto der richtige Arbeitgeber für mich? Und wie aus Unternehmenssicht brauchen die Kollegen, um überhaupt gute Kommunikation zu betreiben? Und so haben wir schon seit langem gespürt, diese Symbiose, diese Triade aus diesen drei Elementen, Unternehmen, Mitarbeiter und da draußen der Bewerber, also auch der Kunde, wenn ich eine Marke bin und nicht ein Arbeitgeber in dem Sinne. Wir brauchen es eh und es geht darum, das so zu systemisieren,
systematisieren, dass alle drei Parteien maximal voneinander profitieren. Und das haben wir eben geschafft, indem wir tatsächlich ohne explizites Tool einfach eine Systematisierung geschaffen haben, die die Mitarbeiter wählen lässt, auf welchem Schwerpunkt möchte ich das denn tun? Ist es zwangsläufig Social Media, dann heißen sie bei uns Multiplikatoren, oder ist es vielleicht auch eher offline, im Direktkontakt, im Dialog mit dem Bewerber, dann sind es eher Socializer. Und so haben wir ein Programm geschaffen, was nach und nach eben alle drei Seiten befeuert. Mhm. Ich habe hier ganz viel Nicken gesehen, aber auch ein bisschen Kopfschütteln. Ja, ist aber ein zweifelndes Nicken. Also ich frage mich, warum sind Tools, Plattformen, Tracking, Analytics, warum ist das alles Textbausteine, wenn das doch alles so easy ist und die Leute sind da so mega von überzeugt, was sie tun, warum muss ich dann so aufpassen? Andrea zuckt schon. Ich zucke schon, weil aus der Erfahrung heraus hilft dir ein Tool. Auf jeden Fall, wenn du anfängst, Social Media zu starten, viele Leute abzuholen, vielen Leuten, die in ganz unterschiedlichen Bereichen sind und nicht hauptberuflich pinke Pullover tragen und das pushen. So viel Zeit muss sein. Es hilft dir unglaublich. Es hilft dir, die Reichweite, die Angst auch vor Social Media zu nehmen. Und dann fangen die Leute an, die Textbausteine zu individualisieren und festzustellen, das holt mehr Engagement. Und dann gibt es einzelne Super-Influencer oder Multiplikatoren in meiner Erfahrung, die auch dann ganz individuelle Sachen machen, die hinter den Kulissen Fotos aufnehmen und sehr kreativ sind. Und da gibt es so eine Firma, die macht das halt richtig, richtig gut mit ganz vielen Leuten. Genau, das machen also wir als Telekom-Botschafter. Es gibt so ein paar Sachen, die entscheidend sind für die Entwicklung auch dieser ganzen Botschafterprogramms. Eine Sache ist sicherlich, dass wir schon vor 6, 7, 8 Jahren das Social Intranet eingeführt haben. Das heißt also, jeder Mitarbeiter kann mit jedem Mitarbeiter auf Augenhöhe Kontakt aufnehmen, also ein internes Social Network, kann selber Artikel schreiben, kann sich bekannt machen. Und ich kann euch sagen, bevor es das gab, habe ich häufiger von meinen Chefs gehört, Herr Dillinger, Sie machen mir nur Ärger, weil ich gar nicht das Mandat hatte, irgendwie die Stimme mal zu erheben. Mit dem You and Me, so heißt das bei uns, oder YAM, ist das völlig anders. Wir können Themen platzieren von Mitarbeitern, die dann unternehmensweit auch sich ausbreiten. Und das war eine Voraussetzung, um sagen wir mal, so auch Rohdiamanten zu finden im Konzern. Und ich bin ganz großer Freund von Authentizität. Ja, also mir graust davor irgendwelche Sachen, das ist Content, der ist generiert, der ist in Ordnung, hau raus, bin ich nicht der Freund. Manche brauchen diese Hilfe. Und die zweite große Sache, das ist auch eine ziemlich einfache Geschichte, um es auch in kleineren Unternehmen zu etablieren, sind sogenannte Social Walls. Also ähnlich wie hier so ein Bildschirm vor mir ist, hängen solche Bildschirme an 100 Standorten in Deutschland, vor den Kantinen oder irgendwie beim Empfang. Und da werden nur die Posts reingezogen von Twitter und von Instagram, die den Hashtag Telekom Wall mit drin haben. Und so kann jeder Mitarbeiter auch so ein bisschen an Social Media rangeführt werden. Und auch sieht auch, was im Konzern los ist. Und das macht doch Spaß. Und es gibt nichts Schöneres, als jemanden zu entfesseln, der plötzlich sagt, Moment, darf ich das wirklich machen? Darf ich hier da mitspielen? Und dann geht's los, ne? Aber ist es dann wirklich so, dass jeder Mitarbeiter automatisch Zugriff zu allen Tools hat, was du gerade vorgestellt hast? Oder gibt es eine Auswahl für solche Programme? Also jeder Mitarbeiter ist niemand muss. Neulich sagte der Marketing-Chef, sagte mal, jeder Mitarbeiter ist ein Botschafter. Es stimmt ja auch. Die Angebote machen wir ganz gezielt jetzt im Zusammenhang mit unserem Programm, dass wir die Leute einladen, häufig in ihrer Freizeit, also beziehungsweise wenn ihre normale Arbeitszeit vorbei ist, dass sie die Zeit nehmen können, wo wir dann eine Stunde über Social-Media-Profile reden oder was man da machen kann. Und wir sind froh über jeden, der kommt, aber wenn die kommen, dann kommen sie aus eigenem Interesse. Das ist dann nicht so ein Hörspiel wie bei oft bei Telcos, die einfach alle zuhören, sondern die wollen richtig wissen. Und wir kümmern uns nicht um jeden Einzelnen, dass er dann wirklich gleich loslegt, sondern wir haben ein Mentorenprogramm, wo wir dann einfach auch zur Verfügung stellen unsere Zeit, um mit denen zu arbeiten, um damit sie besser werden. Aber keiner muss, ja, und die beste Frage, ich habe es angeschnitten, die Frage auch an mich häufig mal, Mensch, was kriegst du denn dafür, wenn du hier mit so einem Magenta-Tütü rumläufst? Ja? Oder mit dem Tee noch nicht, aber da sage ich immer, weil ich vorhin sagte, einmal im Monat ein ordentliches Gehalt. Also unsere Leute sind von sich aus motiviert. Was heißt unsere Leute? Es gibt tausende von Leuten, die sagen, halt, die bescheuert mit dem Blödsinn, das interessiert uns überhaupt nicht. Ich will hier arbeiten und am Wochenende und nachmittags gehe ich zu meiner Familie. Völlig in Ordnung. Also die Botschafter sind häufig auch extrovertierter, also reden gerne über das, was sie tun. Wir stellen fest, dass es in den letzten Jahren was zugenommen hat. Aber ich rede jetzt zu lange, sonst, ja. Ist ja auch gut, dass es im Prinzip unentgeltlich und freiwillig passiert, sonst müsste es ja ausgewiesen werden als gesponserter Content.
Ich arbeite in einem geilen Laden, sponsored by, ja. Ich frage mich, wo wir eben das Thema Datenschutz hatten, diese Tools, diese Plattformen, ich veröffentliche doch am Ende des Tages über mein privates Profil, richtig? Dann gebe ich der Plattform ja auch die Zugangsdaten auf mein, wollen wir mal fragen. Also diese Plattform, du bist ja die Expertin drin, wir haben das vor 2 Jahren mal angegangen, haben überlegt, getestet und da kamen die ganzen Fragen. Und dann gab es Kollegen, Botschafter von uns, die wollten auf diese Rangliste, was völlig illegal ist, natürlich im Konzern, aber erst wäre nur ein Pilot. Und das bringt überhaupt nichts, wenn man das Gefühl hat, der ist quasi so nebenbei am Retweeten. Wir wollen ja, dass die eigenen Kommentare, wenn sie es kommentieren, perfekt, oder wenn sie so einen Tweet übernehmen und dann halt nur den Link zu der Geschichte dann entsprechend verpacken, super. Aber das ist immer die Gefahr besteht, immer, dass das halt so ein bisschen aus dem Ruder gerät. Ja, also es kommt dann auch immer auf den Anwendungsfall an, wie das Employee Advocacy-Programm auch umgesetzt wird, weil gerade im HR-Bereich zum Beispiel ist es halt auch spannend, wenn man da die Stellenanzeigen hochladen kann und die Multiplikatoren Zugriff erhalten, um die Stellenanzeigen in ihrem eigenen Netzwerk und ihren eigenen Teams zu veröffentlichen. Es hat natürlich viel mehr Reiz, wenn ich schreiben kann, hey, in meinem Team ist ein Platz frei und hier habt ihr direkt die Stellenanzeige dazu, ohne dass ich mir selber noch Gedanken machen muss, was jetzt in die Stellenanzeige reingeschrieben werden muss und welche Angaben vielleicht wichtig sind. Aber prinzipiell muss ich, wenn ich mit der App mich verbinde sozusagen oder Zugriff erhalte, meine Social-Media-Kanäle natürlich hinterlegen. Es steht mir aber völlig frei, welche Social-Media-Kanäle ich damit verknüpfe und auch wenn ich teile, kann ich jedes Mal individuell auswählen, an welches Social-Netzwerk das geteilt wird am Ende. Also es ist immer wieder ein neuer Prozess, der da stattfindet. Und das kann dann wieder jeder Mitarbeiter oder kriegt man erstmal so ein Safety-Briefing quasi? Das kann natürlich auch gehandhabt werden, wie das Unternehmen das möchte. Prinzipiell ist aber so ein Briefing vorher natürlich immer notwendig, einfach um so ein paar Richtlinien und Guidelines damit auf den Weg zu geben. Es ist ja eine große Verantwortung, die der Mitarbeiter da auch in die Hand hat, wenn er sein Unternehmen da so nach außen verkaufen oder sogar eher präsentieren darf. Da ist so ein Briefing natürlich wichtig, aber es ist dann natürlich dem Unternehmen selber überlassen, wie viele Mitarbeiter letzten Endes Zugriff auf diese App erhalten oder eben nicht. Und wie sehr die Workshops und Trainings dann durchgeführt werden, wie intensiv. Ja, da sind wir vielleicht beim ganz interessanten Thema Kontrolle. Wie viel wird denn da wirklich kontrolliert? Doch die ein oder andere Filterblase, die einem hier begegnet. Ne? Ja, so scheint es auf jeden Fall. Wie ist das bei euch? Ich finde beide Aspekte ganz spannend. Also einerseits das Thema toolbasierte Ausspielung von Posts und damit ja auch ein Stück weit eine sehr schöne Messbarkeit, dass ich danach sehen kann, okay, wie viele haben den Post jetzt geteilt oder nicht. Ich frage mich dabei immer, will ich denn als Unternehmen genau messen können, wie viele Jobbotschafter jetzt Posts teilen? Ist das für mich wirklich eine qualitative Metrik zu sagen oder sogar eine quantitative, das ist jetzt dann ein guter Jobbotschafter oder dann kann ich mal Management sagen, da haben jetzt irgendwie 20, 30, 40 Leute einen bestimmten Post geteilt, deswegen habe ich hier eine Rechtfertigung für das Programm. Ich sehe es nicht so, ich sehe es eher so, dass die Menschen, die gerne über einen Arbeitgeber sprechen oder über ein Unternehmen sprechen, dass die intrinsisch aus sich heraus selber über ihre Kanäle teilen. Wenn ich ihnen einen Post zur Verfügung stelle mit Textbausteinen, dann verliere ich die Authentizität. Ich möchte, dass die Mitarbeiter Employee-Generated Content produzieren und ihre Stelle eben selber raussuchen und sagen, was möchte ich denn jetzt eigentlich darüber sagen, dass in meinem Team ein Platz frei ist. Das ist die eine Facette. Ich finde, die Authentizität gewinnt gegenüber des Posts und der Messbarkeit. Wenn ich das Thema Markenbotschafter und Werte im Unternehmen verankere, bevor ich das Programm starte, ist es im besten Fall gelebte Kultur, dass meine Führungskräfte nicht wissen möchten, wie viele Jobbotschafter jetzt aktiv sind. So ist es bei Otto. Dass ich quasi nicht reporten muss, wie viele Jobbotschafter sind jetzt aktiv und wie oft, damit die da ihre Kapazitäten reinstecken, sondern es ist selbstverständlich, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen Jobbotschafter ist. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die ich wichtig finde, Guidelines und Kontrolle. Ich finde nicht, dass Guidelines notwendig sind, um Kommunikation leben zu lassen. Jemand, der über das Unternehmen spricht, der sollte natürlich sein Bestes dafür tun, dass das Unternehmen so verkauft wird, wie derjenige das auch transparent wahrnimmt. Das braucht im Zweifel keine Guidelines, sondern einfach eine sehr gute Unternehmensführung, dass die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, auch die Werte vertreten, die das Unternehmen nach außen trägt. Deswegen kommunizieren wir beispielsweise keine Guidelines, sondern eher Trainings, wie die Kanäle funktionieren, also dass ich einem Jobbotschafter sage, okay, wenn du eine Story machst, mega cool, freuen wir uns total drüber, achte doch darauf, dass du Otto Jobs markierst, achte darauf, dass du gefunden wirst, dass wir quasi die Information streuen. Das sind eher Tipps und Trainings als Guidelines.
Wie ist das bei euch? Wir nutzen beides. Wir nutzen auf der einen Seite Tools, haben wahnsinnig viele Trainings und auch einen Austausch, finden das gut, glauben auch daran, dass wir so etwas anbieten müssen, weil bei uns ist das auch kein hauptberuflicher Job, wenn viele Mitarbeiter im Unternehmen, und bei uns ist es ein globales Ambassador-Programm, Hauptjobs haben, dann ist es auch gerade in stressigen Zeiten manchmal ganz komfortabel, wenn Ideen einfach mal geliefert werden, wo man dann Posttexte adaptiert etc. Und zugleich finden wir super, wenn halt, und unterstützen das auch und teilen Innovationen, wenn Leute individuell etwas zeigen. Ob das das Recruiting-Event ist, weil Employer Branding ist ein wahnsinnig wichtiges Feld. Du zeigst halt deine Kultur, du zeigst halt Aktivitäten hinter den Kulissen, gerade auch in der B2B-Kommunikation, in vielleicht so einem Feld, wo ich tätig bin, Strategieberatung, wenn du da Kommunikation machst, du kannst dich über deine Kunden sprechen, was kannst du erzählen, und die Gleichzeitigkeit von beiden, dass du was kuratiert hast, was im Angebot ist, was den Leuten, die das nicht hauptberuflich machen, den Job erleichtern, aber zugleich auch eine Kultur zu schaffen, wo Leute aufgefordert sind und motiviert werden und begrüßt werden, dass sie innovativ etwas zeigen und da auch ganz fantasievoll sind. Und genau das ist der Punkt. Bei uns ist es so, dass der oberste Pressechef gesagt hat, wir werden zur größten Kommunikationsabteilung der Welt. Und hat damit auch die Zügel losgelassen. Ja? Stellt euch vor, ihr fahrt Kutsche als Kutscher und ihr lasst die Zügel los und quasi können Sachen passieren, die man nicht vorhersehen kann. Darauf muss man sich auch committen, dass sowas passiert. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wer von euch hier mal schon einen Tweet abgesetzt hat, der dann vernichtend in einem Shitstorm-Gang gestorben ist. Ich kann nur sagen, das ist das Beste, was einem passieren kann. Zum Lernen, nicht jeden Tag, natürlich, um Gottes Willen. Aber das muss auch mal passieren. Man lernt schnell daraus. Und ja, ich habe auch schon mal einen Anruf bekommen von irgendeinem Kollegen, der sagt, hör mal, musstest du das retweeten? Hör mal, ich habe doch keine Million Follower, jetzt hör mal auf. Ich habe es dann gelöscht, weil ich einfach da keinen Stress, also weil ich den einfach beruhigen wollte. Aber sowas passiert jetzt auch. Da treffen quasi so alte Denke, ich muss ja alles kontrollieren. Ja? Um Gottes Willen darf das nicht irgendwo Ecken und Kanten haben. Aber viel authentischer kommt es rüber, wenn Mitarbeiter als auch Fehler machen dürfen und diese Fehlerkultur dann auch sich etabliert hat, weil sonst die Angst davor, was falsch machen, würde viele so leben wie so ein Hase von einer Schlange, ja? Und das wollen wir nicht. Wenn dir jetzt mal wirklich einer rausrutschen würde und von ganz oben klingelt das Telefon, löscht das Ding, löschst du? Ja. Also, wieso? Nee, Moment mal. Also, verstehe ich jetzt nicht, das ist dein privates Profil. Also ja, aber vielleicht schnell gesagt. Also ich überlege dann auch noch zweimal, dreimal, warum, wieso, weshalb. Und wenn ich das nachvollziehen kann, dann mache ich das auch. Weil wenn er mir erzählt, hör mal, wir haben gerade eine Kampagne gestartet und du kommst damit, das passt über... Es geht um Menschenleben. Jetzt fällt es mir gerade ein, ich habe mal was auch retweetet und so weiter und dann war das irgendwie ein Fehler, ja, also wirklich... Na klar, und das ist das beste Argument, hör mal, bei Twitter, bei Instagram, kann ich löschen, mein Gott, dann ist es weg, ja. Aber mal so richtig schön, ja, jetzt von wegen kein Standing. Ich lösche nichts, fertig. Dann mache ich lieber eine Gegendarstellung gegen mich selbst, wenn mich einer überzeugt. Aber immer, du hast dich wahrscheinlich auch schon mal in deinem privaten Umfeld mal entschuldigt, sag ich mal, weil du festgestellt hast, ich war wirklich ein Idiot gegenüber meiner Frau oder was auch immer. Und genauso, also ich gebe zu, dieses Social Media ist ja nicht eine Sache, die man so zwischen Tür und Angel macht. Es sei denn, bloß mal ein Foto und dann weg damit. Aber wenn man sich da Gedanken macht, was man schreibt, und wenn dann jemand kommt, also neulich war die IFA, ist ja nun platt, ich meine, die CeBIT gibt es ja nicht mehr. Und ich hau da irgendwie raus, alles in Ordnung. Und dann sagt mir ein Kollege, ruft mich an, hör mal, weißt du nicht, dass wir mit denen bestimmte noch, wir wollen auch gemeinsam das quasi zu Ende bringen, da kannst du jetzt sowas nicht bringen. Wo ich sage, ja, hast du recht, wusste ich nicht. Aber es ist doch klasse, dass die mich sieht. Ich freue mich, dass sie mich gesehen hat. Also auf Twitter, wo ich denke, wow, ich stehe da im Fokus in irgendeiner Form, auf irgendeiner Wand. Aber ich fand es dann nicht so, dass ich mich verbiege. Die schlimmste Ansprache, die es auch unter uns so Botschafter oder so gibt, ist, hör mal, das ist ganz schön corporate, was du da machst. Ja? Also wenn jetzt irgendwie so weil das ist dann, wir sind ja keine Durchlauferwärmer. Durchlauferhitzer sind wir nicht, sondern wir wollen eigenen, wir kreieren einfach einen eigenen Content und das ist dann. Und da entstehen tolle Sachen draus und manchmal auch ein Post, der, oh ja, da gibt es ein paar. Aber das ist Lernen, das lerne ich dann. Jeder von uns macht Fehler, Gott sei Dank. Und das wird auch von allen Managementstufen über euch so geduldet und gewollt. Also jetzt könnte ich mal erzählen. Zur Not löschen Sie ja. Also mir sagte mal, an Chef, sagte wirklich mir mal, Herr Dillinger, Sie machen mir nur Ärger.
Und der bezog ist auf eine Betriebsversammlung, wo ich gesagt habe, Work-Life-Balance heißt für mich, wenn ich zu Hause Wäsche aufhänge und dabei eine Telco mache. Konzentriert eine Telco, konstruktiv. Und da war ein Riesentumult. Und genau diesen Spruch habe ich dann 2 Jahre später unserem CEO auf einer Messe gesagt. Und da sagte Herr Dillinger, Sie machen einen super Job. Und wenn Ihr Chef damit ein Problem hat, soll er mich anrufen. Genau das wünsche ich jedem Mitarbeiter, einen Chef zu haben, der sagt, du, mehr oder weniger, egal was passiert, es gibt natürlich Grenzwelle, egal was passiert, ich stehe hinter dir und dadurch habe ich den starken Rücken und probiere aus und stelle fest, dass ich was kann oder auch nicht kann und lass es auch sein. Es gibt auch Botschafter bei uns, die sagen, nee, also es wird mir jetzt hier zu viel, mit der, ich gehe zurück, lass mich mal, also seid nicht böse, da sind wir auch nicht böse, ne? Die können jederzeit zurückkommen, weil es ja intrinsisch gesichert Geschichte ist und wenn es sich verändert, dann verändert sich das. Und was macht den Telekom-Botschafter zum Botschafter? Also nenne ich mich einfach dazu und sage ich dir. Der ist also natürlich cool, ist klar. Mindestens als, naja, was machen die? Also es ist faszinierend, wie viele Menschen sich für Fußball interessieren, ja, die Fans sind. Und bei uns ist es so, dass diese Liebe zur Marke, zum Team, zum Arbeitgeber, dass die bei den Menschen, die bei uns sind, die ist schon mal da. Auch wenn in ihrem Jobumfeld Leute sind, die nicht so brennen, ne? Und die merken dann, ich finde Gleichgesinnte außerhalb meines Teams beispielsweise, konzernübergreifend, keine Silos mehr, ich kann schnell was lösen oder was nachfragen, der Konzern wird gefühlt kleiner und in der Regel, die müssen was tun wollen, was bewegen wollen. Ja, wir können immer nur sagen, ey, wir können euch unterstützen, aber ihr müsst den Impuls setzen, ihr müsst vor Ort die Aktion starten. Und da gehen sicherlich viele Sachen vorhin schon in den Sand, aber die, die rauskommen, die sind klasse und sehen wir halt auf unserer Wall und bei den Botschaftern. So bindet man sich die Leute als Konzern dann. Ne? Man bindet sich die Leute als, ich finde halt immer, ich höre Konzern, ich höre Workshops, ich höre Programme, ich höre Software. Ich glaube einfach, dass authentisch, also wir haben bei uns auch im Unternehmen, da ist es der Barkeeper und der macht sein lockeres Video, zieht, den haben wir nie geschult, ja, und da wäre auch gar keine Zeit für. Also ich glaube, dass manches Unternehmen besser damit bedient ist, wenn sie einen vernünftigen Blogger dort sitzen hätten, als so um ne, Team, Taskforce, Tool, das macht mir teilweise dann doch, es klingt aufgezwungen, dir glaube ich das. Ich glaube auch, wir sind aktuell noch in so einer Art, immer noch so Startup-Situation. Wir sind noch nicht so groß, dass wir sagen, wie können wir die 1500 Leute hier irgendwie handeln. Also wir haben 126 und natürlich muss auch so ein Netzwerk, die müssen auch fürs Management, sag ich mal mindestens eine Folie haben, wo drauf steht, wofür steht ihr eigentlich? Weil sonst denken dann die anderen auch, naja, macht ihr bloß ein bisschen Ringelpiez mit anfassen oder so. Aber bei uns ist ja so, dass die Mitarbeiter zum Teil ihre Chefs fragen müssen, ob sie die Stunde in so eine WebEx, also hier ein Videobild und so weiter, ob sie damit rein können, um über die Botschaft was zu erfahren. Und das Tolle ist, dass mittlerweile ja auch die ganzen Chefs und die ganzen Unternehmen dieser Hashtag und dieser Begriff Telekom-Botschafter-Programm, dass das bekannt ist. Das heißt also, die Attraktivität, ja, ist was sich ist. Der Höttges hat es ja da und da auch mal erwähnt und so. Das hilft natürlich ungemein. Ich würde noch eine Sache hier gerne einbringen, weil ihr habt sehr stark auf euer tolles Netzwerk und intern und Konzern bei der Sache gesprochen. Was mir wichtig ist, wir reden hier, Leute, wir reden hier über Social Media, wir reden über, von draußen kann man zugucken und ich möchte nochmal die Flagge hochhalten, das hat eine unglaublich große Netzwerkkraft. Markenbotschafter machen wir auch nach draußen. Wir machen das ja nicht nur, um den Konzern innen zusammenzubringen. Und Beispiele, ich persönlich habe das, als ich anfing vor ein paar Jahren gesehen, Netzwerke wie Global Digital Women, in denen ich aktiv bin, was da an Kraft drinsteckt, was das für einen modernen Push gibt, weil du über deine Branche hinausgehst, über deinen Fachbereich hinausgeht und das gehört ganz klar auch bei Markenbotschafter, Personal Branding etc. dazu. Das ist auch eine, glaube ich, der Logiken, warum du Leute gewinnen kannst als Markenbotschafter. Ja, sehr moderne Kommunikation. Ich finde, es geht eben auch über die Inhalte. Und die Inhalte müssen authentisch sein, deswegen bin ich eben auch kein Fan von Textbausteinen. Das, was die Menschen bewegt, sollen sie eben kommunizieren. Und deswegen kann man das auch nicht zensieren oder ähnliches, weil es geht eben um die Inhalte. Und der entscheidende Moment, in dem man dann am Ende sagt, okay, das ist das Richtige. Und ja, es heißt bei uns Programm, aber am Ende sind wir in Hamburg hier trotzdem nur 5000 Mitarbeiter. Und dann könnte man sogar fast noch sagen, ein kleiner Mittelstand sind wir trotzdem, was das Interne angeht. Dann ist es doch so, dass die
Menschen selbst entscheiden, welche Geschichten sie teilen wollen und dann vielleicht auch mal zu uns kommen und sagen, ey, das, was ihr als Jobs jetzt postet, das interessiert mich als Developer im Zweifel nicht. Ne, das ist irgendwie eher die Richtung, die ich jetzt in Kommunikation einschlagen möchte, und so befeuern wir uns eigentlich gegenseitig und sprechen auch ja, die richtigen Menschen da draußen mit den richtigen Botschaftern an, weil wir haben die Kunden ja intern sitzen. Das sind nämlich die Mitarbeiter, die über Markenbotschafter dann gewonnen wurden und am Ende ja selber am Ende unser Produkt, also unseren Job dann am Ende ja gekauft haben und dann wirklich authentisch auch kommunizieren können. Hey, ich wurde von einem Jobbotschafter akquiriert. Ein Jobbotschafter-Moment nennen wir es, der Moment, in dem man am Ende sagt, okay, Otto ist der richtige Arbeitgeber für mich. Das habe ich beispielsweise auf der Co-Talks nach dem Talk des Fachexperten, also des Jobbotschafters, entschieden, die dann am Ende selber so überzeugt sind, dass sie sagen, okay, ich gehe gleich in das Programm. Das heißt eben nichts anderes als, ich kriege Unterstützung, ich kriege Anleitung, ich kriege ja, Hilfe dabei, dieses Unternehmen auch gut nach außen zu tragen, weil ich eben voll dahinter stehe, was das Unternehmen macht. Also ich sehe das aber auch so ein bisschen, dass es halt dann auch so die Idealvorstellung ist, dass das am Ende alles von alleine funktioniert, die Leute selbstständig posten und sich die magentafarbenen Pullover anziehen. Also das ist natürlich das Ziel, wo man dann hin will am Ende des Botschafter- oder während des Botschafterprogramms, aber der Weg dahin ist halt auch manchmal ein harter Weg und nicht allen Unternehmen fällt es dann auch dementsprechend leicht oder wird auch schon dieses New Work so gelebt, wie es hier wahrscheinlich auch der Fall ist. Und da habe ich eher so das Gefühl, dass es sogar Probleme gibt und man nicht genau weiß, was kann ich jetzt auf Social Media posten, wie formuliere ich das richtig, und ich denke, dass da an genau diesem Punkt vielleicht solche Tools einfach die Möglichkeit geben, da ein bisschen eine Hilfe zu sein und eine Stütze zu sein und vielleicht am Ende des Programms dann sogar auch weggelassen werden können, weil das von ganz allein funktioniert. Ich sehe das immer so wie so ein bisschen ein kleines Feuer. Das muss schon da sein im Unternehmen. Die Leute müssen da auch Bock drauf haben, die Mitarbeiter. Aber so ein Tool kann dann ein bisschen Brennspiritus sein, den man da reinschüttet. Und dann läuft das vielleicht sogar noch besser und läuft weiter und effektiver sozusagen. Mit Sicherheit. Also du hattest ja auch über die einzelnen Anwendungsfälle gesprochen. Ne? Wann kann sowas auch helfen und wann ist es vielleicht auch hinderlich, weil es zu viel Bürokratisierung ist und es vielleicht diese Zugänge auch gibt. Ne? Also bei uns ist es beispielsweise so, dass wir ja auch nur auf jedem Kanal am Ende einen Account haben. Also wir haben einen Facebook-Account, einen Instagram-Account, einen Twitter-Account. Wenn ich jetzt natürlich ein Konzern bin, der global vernetzt ist, dann muss ich dem Unternehmen, dem Markenbotschafter auch erstmal beibringen, was ist jetzt der richtige Account, ne, für dein Land beispielsweise. Sehe ich auch so. Okay. Eine weitere Hürde könnte ich mir vorstellen, kann ja sein, Kollegen sprechen ja immer viel, ne? So ein Flurfunk in Unternehmen wird ja oft irgendwie ja, noch unterschätzt. Also der Flur weiß ja oft Dinge, bevor sie überhaupt passiert sind. Wie ist das da? Ich weiß nicht, Pavel, wie reagieren Kollegen? Gibt es da viel Kritik? Ja, also seufzen. Gibt es. Also wie fühlt sich das an, wenn jemand dich anspricht und sagt, aber bist du nicht dieser Verrückte? Ja, genau. Ja? Also ist auch völlig in Ordnung. Und da muss ich mir wieder sagen, Freunde, es gibt, Hashtag bei uns Werkstolz, es gibt inneren Werkstolz, das sind die, ich sag mal auch vielleicht Beamten, ältere Mitarbeiter, die mit Anzug und Krawatte noch rumlaufen und ihren Ausweis, sag ich mal, unter dem Revers haben oder unter dem Sakko. Und wenn man sie fragen würde als Privatperson, ey, sag mal einen Tarif, was empfiehlst du mir, machen die eine erstklassige Beratung, ja? Oetkes ist auch so einer, der hat vielleicht mal eine Eins hier, und jetzt kennt ihr vielleicht John Ledger, der macht ja quasi hier, heute passt Kamelle, ja, in Magenta, der haut die alle raus. Und das ist das andere Extrem. Beide sind wertvoll, und das Verrückte ist ja, dass es bei uns positiv verhaltensauffällige Menschen gibt, ja, und genau die leben sich ja auch aus und hat ja eine Auswirkung dann auf ihr gesamtes Jobumfeld, weil die haben sehr viel mehr Arbeitszufriedenheit, sind motivierter. Jetzt könnte man sagen, ja, die sind dann produktiver und können kreativer arbeiten. Vielleicht ist das auch mit zusammen. Aber allein dieses, meine Arbeit macht mir Spaß und ich rede auch gerne darüber. Das war früher, sage ich immer früher, ich bin schon 20 Jahre bei der Telekom, aber war früher eher so, ne? Ich arbeite bei einem großen Telekommunikationskonzern. Ja. So was hat ein Azubi gesagt früher. Heute sagt er, ich arbeite beim wertvollsten Telekommunikationsunternehmen Europas. Ja, wer denn jetzt? Weltweit. Die Telekom. Ja, weltweit nicht ganz, aber da sind wir dran. Das eigenmotiviert auch vorzubringen. Okay. Ja, weiteres. Michael, ich habe dich immer nur so... Vor ja, und zurück sehen. Ich will das Fass ja gar nicht ganz aufmachen. Ich habe nach wie vor meine, also ich halte die Social-Media-Fahne und den authentischen Content, den halte ich auch echt schon lange hoch. Wenn da jemand wirklich Bock drauf hat, warum muss ich dem so viel Stütze geben? Warum muss ich dem so, ich glaube nicht, dass du jemals auf irgendein Medienarchiv zugegriffen hast, bei dem, was du veröffentlicht hast.
weil du einfach dafür brennst. Punkt. So, und das wäre auch, wenn ich dich frage, warum machst du deinen Job, dann gehe mal ganz zum Schluss, weil ich Geld damit verdiene. Nee, das ist ein positiver Nebeneffekt. Also wer für sein Ding Feuer hat, der hat's. So, dem muss ich aber weder Textbausteine geben, noch freigegebene Bilder. Und das sind doch wahrscheinlich die Leute, denen ich dann eh nicht abnehme, wie locker die trendy diese Agenturpartys sind und wo alle zusammen kochen und so. Er ist ja Mumpitz. Also. Na, wenn du das Make-up siehst in den Gesichtern, dann schon. Also ich sag mal so, die Jobbotschafter müssen nicht gestützt werden, damit sie gute Jobbotschafter sind, sondern ich stütze sie, damit sie noch bessere Jobbotschafter werden können. Am Ende lade ich ja dazu ein, wir haben keine Auswahl dahinter, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, sondern alle, die Bock haben, können mitmachen, so ist es per se erstmal. Und wir laden sie dazu ein, sich bei uns zu melden. Früher war Kommunikationsarbeit anders, da habe ich gesagt, okay, was ist meine Botschaft, wie kriege ich diese Botschaft am besten ins Unternehmen getragen oder nach extern, je nachdem welches ist. Und habe mir dann vielleicht meine Sparringspartner gesucht, bin losgelaufen, habe gesagt, Mensch, der Tom aus der IT, der erzählt doch immer mega cool über sein Thema, ich hole jemanden zu einem Interview und stelle ihm ein paar Fragen, damit ich am Ende über Tom veröffentlichen kann, was Tom so macht den ganzen Tag. So war Personalmarketing früher. Heute ist Personalmarketing anders. Ich frage einmal in die Organisation, wer hat Bock, über Otto als Arbeitgeber zu sprechen, bekomme 200 Anmeldungen in einer Woche und weiß dann im Prinzip, okay, ich habe hier einen Haufen Leute, die kann ich jederzeit ansprechen, wenn ich gute Geschichten schreiben will. Und das wird dann eben auch gemacht. Also einfach erstmal einzuladen und mal abzufragen, hey, wer hat denn Lust, wer will denn diese Rolle einnehmen, zusätzlich zu seinem Job, also in den Job integriert, eben nicht in der Freizeit oder nach Feierabend, sondern das kannst du gerne auf der Arbeit machen, weil so soll die Kultur dann auch sein, weil wir alle wissen, das braucht es, um am Arbeitsmarkt in Zukunft noch erfolgreich zu sein, dass Menschen die Freiheit bekommen, über ihre Unternehmen zu sprechen. Genau, also unterstützen wir sie, wenn sie schon Bock haben und dann eben auf dem Weg dahin, damit sie noch besser werden können. Ich möchte da dem nur zustimmen, weil die Welt besteht nicht nur aus Pavels. Du hast nicht nur die super Motivierten, die das authentisch darstellen. Du hast auch nicht nur HR-Kommunikation, die zu einer Markenkommunikation gehört. Und ohne dass ich jetzt von T-Systems hier bezahlt werde, für dieses Tool zu sprechen, glaube ich aber, dass die Realität ist. Nein, komme ich nicht. Aber es ist einfach die Realität, dass du entweder in einem mittelständischen Unternehmen oder in einem Großunternehmen damit ein zusätzliches Angebot machen kannst. Die Welt besteht eben nicht nur aus hauptberuflichen Markenbotschaftern, die das hochgradig individuell machen, sondern du musst natürlich diese Reichweite auch mitnehmen. Und machen wir uns nichts vor, Social Media wurde nicht letztes Jahr erst erfunden und trotzdem machen das viele halt neben ihrer Arbeit, wollen halt zumindest eine Plattform haben, wo es halt einfach und pragmatisch ist und aus der unternehmerischen Praxis hilft es dir und es ist nicht die alleinige Lösung. Ich wäre also im Grunde so genau dazwischen. Gut, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich würde den Ball tatsächlich nochmal ins Publikum geben, ob es da noch Fragen gibt, hier vorne. Okay. Sag uns doch gerne, wer du bist und dann deine Frage. Hi, ich bin Elina. Erstmal vielen Dank für die sehr interessante Diskussion. Ich bin auch ein Befürworter von Corporate Influencern oder Markenbotschaftern, wie auch immer man sie nennen mag. Und ich würde das auch gern in das Unternehmen integrieren, für das ich arbeite. Jetzt sind wir aber ein börsennotiertes Unternehmen. Und wir haben ja viel darüber gesprochen, ja, das ist ein super Thema, wir müssen den Mitarbeitern aber auch eine gewisse Stütze geben. Aber ich finde, darüber hinaus müssen wir ja auch uns als Unternehmen schützen. Weil das Thema Shitstorm, hattest du, Pavel, ja kurz angesprochen, das kann durchaus passieren, dass ein Mitarbeiter was postet, was vielleicht nicht gut durchdacht war. Und das bedeutet dann Probleme für mein Unternehmen und für die ganzen Stakeholder und so weiter. Und da würde mich ganz konkret interessieren, Otto, habt ihr damit schon Erfahrungen? Wie geht ihr mit negativen Postings um? Brauchen das Mikro einmal. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich kaum bisher erlebt oder eigentlich noch gar nicht, ich kenne keinen Fall, wo wir wirklich Bedenken hatten, dass Informationen nach außen dringen, die nicht nach außen dringen sollen. Wir sind aber auch keine AG, dementsprechend
Ja, also wir haben tatsächlich da keinen Bedarf bisher gehabt, aber was wir machen ist, das Angebot zu platzieren, dass die Jobbotschafter zu uns kommen können oder auch einfach einen Post an uns senden können erstmal oder intern veröffentlichen, damit wir einmal schauen, okay, gibt es da etwas Bedenkliches daran, wenn du als Mitarbeiter denkst, oh, hier ist irgendwie was bedenklich, also ich bin mir gerade nicht sicher, darf ich das posten, dann beraten wir natürlich und sagen du, hey, kein Problem. Und wir bieten auch Trainings an, wenn es darum geht, selber zu erkennen, was sind denn schützenswerte Inhalte. Wenn ich beispielsweise gerade in einem, Software-Lounge bin oder ähnliches und ich möchte darüber gerne extern sprechen, weil das ein total heißes Tool ist und mit dem können wir garantiert Scala-Entwickler irgendwie rekrutieren, dann bitte gerne darüber sprechen. Aber der Entwickler ist sich vielleicht selber nicht sicher, okay, ist das jetzt eine Story, darf ich darüber schon sprechen, ist überhaupt im Markt bekannt, dass wir mit dieser Technologie entwickeln. Dann können Sie eben auch gerne auf uns zukommen und wir geben eben auch Trainings selber zu erkennen, wann ist denn ein Tool oder wann ist denn eine Botschaft noch nicht veröffentlichungswert. Also wir haben mal einen Social-Media-Knicker vor Jahren zusammengeschrieben, die jedem zugänglich sind, natürlich auch über unser internes Netzwerk. Und ansonsten sagen wir, wenn du das, was du postest, auch auf dem Marktplatz öffentlich sagen würdest, ja, dann ist es schon mal nicht verkehrt. Also dann kannst du das wahrscheinlich machen. Und wenn es dann doch schief geht, also wir sind ja auch eine AG, mir fällt gerade eine Sache ein, es ist zwar nicht Social-Media, aber ich hatte neulich für eine Veranstaltung, frecherweise, ich wusste, dass es nicht okay ist, einen T in grün auf dem T-Shirt mitdrucken lassen. Und dummerweise, Höttges fand es klasse, ja, schönes Foto für die Green Pioneers der Telekom für nachhaltige Geschichten. Aber da bin ich aus dem Saal rausgegangen und bin unserem Markenchef über den Weg gelaufen und der hat mich beinahe gegrillt. Ja, weil er sagte, Dillinger, Sie gefährden ja ein milliardenschweres Asset. Ja, die Marken hier, der Markenschutz. Ich, oh Scheiße, da habe ich mich auch dreimal entschuldigt. Ich meinte, ja, ich habe ja nur für intern und so. Das war jetzt eigentlich nicht so schlimm. Also ich glaube, letztendlich war es wirklich nicht so schlimm. Für den ist es viel besser, dass ich, wenn mein Leben jetzt gebrannt bin, dass ich sowas nicht normal, also Gold ja, dass ich sowas nicht normal mache. Und also mir würde auch überhaupt kein Fall bekannt sein, wo wirklich dann die Börse, ach doch, neulich war doch was hier mit Huawei, die haben was gepostet von einem Smartphone, also von einem Apple-iPhone. Also da stand dann drauf, gesendet vom iPhone und das war dann eine Nachricht von, ich glaube, von Huawei. Ne? Und das ist natürlich, richtig beschissen, ist schon klar. Aber dass das auch Auswirkungen haben kann. Aber ich kann mir kaum eine Situation vorstellen, wo was sagen wir, wirklich umkippt, weil unsere Botschafter, die haben zwischen 200 und 2000 Follower. Ja? Und selbst wenn John Ledger mal was aufnimmt von uns, dann hat es einen kleineren oder einen größeren Push, aber nicht so, dass hier die Aktionäre und die Stakeholder plötzlich anrufen und sagen hier, und selbst wenn, ist doch klasse, dann kriegen wir eine Rückmeldung und wissen wir, okay, machen wir nicht mehr. Und da haben wir jetzt dieses Rückgrat, dass wir wissen, ey, wir werden hier bloß rausgetragen, wenn wir tot sind oder hier irgendwelche goldenen Löffel klauen, aber deswegen kriegen wir jetzt hier keine Repressalien. Das war der Timer. Ja, meine Mutter, also sorry. Und vielleicht noch kurz ergänzend, wir sind ja immer im Bereich der Micro-Influencer und am Ende ist ja jede Kommunikation auch eine Einladung, weiter zu kommunizieren als Organisation. Also wenn Sie privat was teilen, kann ich ja immer noch als Organisationssicht auch dazu etwas sagen, selbst wenn es kritisch ist. Also wenn wir als Otto beispielsweise nicht über andere Teilnehmer im Markt sprechen würden als Mitarbeiter, wäre das ja auch nicht mehr authentisch. Ne? Also wenn wir dann über Produkte von Wettbewerbern oder Ähnliches sprechen, andere Marktplätze, dann kann ja auch Otto dazu Stellung beziehen. Gut, ja, dann herzlichen Dank euch für die rege Diskussion. Ja, und euch einen schönen Tag. Dankeschön.